natürlich auch noch andere Probleme on top. Und denen begegnen wir damit, dass wir durch unsere eigene Produktion zum Beispiel hier eine Lieferkette haben, die funktioniert. Ja. Wir sind seit 30 Jahren jetzt fast in Indien mit einem eigenen Unternehmen tätig. Wir haben dort 400 Mitarbeiter. Und die sind teilweise von Anfang an mit dabei. Das heißt eben, da haben wir ein unheimliches Know-how und total abgestimmt auf die Bedürfnisse, die wir hier in Deutschland in unserem Segment eben haben. Ja, absolut. Also das ist ja etwas, was man dann auch sieht bei Unternehmen, die noch nicht so alt sind, die aber auf ein Thema sich oftmals konzentrieren und auch im Wettbewerb zu uns dann natürlich auftreten. Aber letztendlich zählt das, wie lange existiert man und wie viel Stärke hat man daraus gezogen. Sodass man eben auch sagen kann, wir haben ja Mitarbeiter durch gute und schlechte Zeiten begleitet und das Know-how aufgebaut, sowohl in Deutschland als auch in Indien. Und das ist natürlich dann sehr dankbar, wenn man darauf auch zurückgreifen kann und auch auf Ideen zurückgreifen kann, die man vielleicht schon mal hatte. Schon mal umgesetzt hat vielleicht, aber dann eben auch jetzt weiß, es geht immer weiter.